Das ist tatsächlich meine Ausrede. Automatikgewehr, Handfeuerwaffe. Ja. Das ist auch upgraded. Das können wir upgraden. Werden wir auch mal. In der Zeit, wo Schissbux beitritt, kann er das machen. So, Impulsgewehr. Ja, bringt uns gerade nicht so viel. Ja, macht eigentlich keinen Sinn, dass ich das auswähle, aber naja, was willst du machen? So, abgeben. Ich komme aber mit meinem Großen oder lieber mit einem Kleinen. Wie du möchtest, Schissbux. Das ist im Prinzip, mit einem Großen würde es natürlich schneller gehen, logischerweise. Ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, wenn es ein bisschen schneller ist. Wenn wir ein bisschen schneller vorankommen, weil wir müssen tatsächlich in 2 Wochen, von heute an in 2 Wochen, ungefähr, Level 20 sein. Beziehungsweise 20 plus, optimalerweise Level 30, aber das werden wir nicht schaffen, weil es unrealistisch ist. Ich wäre aber mit so 24, 26 zufrieden im Dreh, aber erstmal halt 20 erreichen, bevor wir die Lichtlevel halt freischalten können. Von daher würde ein großer ganz cool sein. Du kannst dann von daher gern, den Großen nehmen, weil wir haben echt Probleme, gerade mit mir. Robson ist halt Level 15, sprich auch so ein bisschen unterlevelt, also ein Level war jetzt runter, wird jetzt im nächsten auch ein Level drunter sein. Und ich bin gnadenlos unterlevelt für die Quest, die wir jetzt machen. Dann wäre ein Großer halt tatsächlich sehr, sehr cool. Warten, so, da, TK03, hast du nicht gesehen, läuft. Ach, das ist der Schissbux. Das ist der Schissbux. Das wusste ich gar nicht. Gucke immer an. Jetzt weiß ich auch, wer der Schissbux, beziehungsweise wer der TK, wie er im Stream heißt, ne? Schissbux. Das ist er. Tatsächlich. Wusste ich nicht. Gut. Gut. Schau mal. Ja, das ist nämlich jetzt das Problem, was ich angesprochen habe. Level 18 Story. Haben wir jetzt Level 17 Story? Level 17 hätten wir. Wir müssten, glaube ich, einmal PvP machen. Schissbux müssten einmal PvP machen, damit wir, oder damit ich Level 14 werde. Und damit ich diese Quest, also Merianbucht haben wir hier. Hast du Beutezüge? Was sind Beutezüge, Schissbux? Ach so, das sind die Dinger. Ja, ich habe Beutezüge. Warte, ich zeig dir's. Ich habe einmal das hier. Töte 100 Gegner, ohne zu sterben. Nicht so gut. Eliminiere 10 Vex-Majors. Das ist, glaube ich, für Dingenskirchen. Und halt zweimal noch Kontrolle gewinnen. Wären auch nochmal 5000 EP. 2 kann ich noch annehmen. Das müssten wir halt irgendwie mal machen. 2 sind abgelaufen. Ich weiß nicht, warum ich dann wieder 2 habe gerade. Also warum ich 2 Plätze frei habe irgendwie. Weiß ich nicht. Ab zum Turm und Quest abgeben, please. Ich kann keine Quest abgeben, glaube ich. Aber ich werde es mal machen. Also ich kann, glaube ich, keine... Warte, wo ist der Turm? Da ist der Turm. Ich bin schon wieder so raus, ey. Okay. Dann ab zum Turm. Na, was kann man denn... Was sind denn... oder welche Beutezüge kann man denn leicht erreichen? Ich weiß immer nicht so, was man sie holen sollte. Und welche Quests halt Sinn machen. Ich weiß ja nicht, welche Gegner wir bekämpfen jetzt in der nächsten Quest. Von daher kann ich da mal schlecht vorausplanen. Zum Turm. Na los, es kommt ja schon. Es dauert immer ein bisschen. Ne, der Hyperantrieb oder Warpantrieb kommt immer nicht aus dem Knick hier. Oh, da habe ich gerade eine Mail gekriegt. Von Dugay. Dugay. Lol, Kalix, da brauchen noch 2 zum Abgeben. Echt? Im Turm? Im Turm war noch 2 zum Abgeben. Echt? Ich weiß es nicht. Ich blick da gerade noch nicht so durch. Ich weiß es nicht. Ich guck einfach mal, ob ich was abgeben kann. Es sind ja immer Symbole da, aber ich kriege ja auch dauernd irgendwie andere Missionsdinger zugeschickt. Von, weiß ich nicht. Sie sind im Briefkasten und dann versauern die da quasi. Ich habe dann noch so viele Quests, weil ich die halt auch nie anständig gemacht habe. So, da ist jetzt auf jeden Fall was. Premier Polen. Aha, okay. Ja, das Ding kann ich jetzt hier genau dekodieren. Das kann ich jetzt nicht anwählen. Okay.
Ja, wir haben Items gekriegt. So, dann haben wir hier, also es ist die Poststelle. Wir machen alle Vorhutbordzüge. Ach so, okay. Dann gucke ich mal bei Vorhut. Also ich, hier, das zum Beispiel. Ich habe jetzt hier Nachrichten, Beutezug, Hinweise. Wenn ich jetzt eins dieser vier annehme, Vorhut, ach so, Schmelztiegel steht da, Vorhut. Ach so. Dann mache ich mal das. Das. Nicht genügend Platz. Okay, dann gucke ich einfach mal. Die, ach, die muss ich jetzt erstmal da abgeben. Das ist auch sehr... Das sind die Grauen. Sorry, aber für PvP-Beutezüge bist du noch zu schlecht. Das stimmt. Das weiß ich. Das habe ich mitgekriegt. Ich werde ja dauernd kaputt gemacht. Man sieht's ja. Oder hat's ja in den letzten Folgen irgendwie häufig gesehen. Mich ja alle zerstört. Kaputt gemacht haben sie uns. Schissbuch, dann aber mal eine Frage. Soll ich dann trotzdem diese Vorhut behalten hier? Weil da haben wir ja schon 3 von 5. Weil wir jetzt, wenn wir jetzt demnächst irgendwann mal noch Kontrolle spielen sollten, brauche ich nur noch 2 gewinnen. Und wir haben es quasi. Das wären dann... Also wir haben jetzt ja über die Hälfte schon. Von daher, ne? So, schließe 6 Patrouillenmissionen auf der Venus ab. Okay. Ist auch nicht so geil. Besiege das Nexus-Gehirn Sekrion im Strike Nexus. Kanix, kannst beim Postfach schon alle holen? Kann ich die? Wie kann ich die denn? Da stand doch Platz, also kein Platz. Hier, kein Platz. Das kann ich nicht. Ich habe keinen Platz. Das geht nicht. Also ich... Es sei denn, es gibt einen Trick. Weiß ich nicht. Ich geh mal schnell noch zu dem anderen. Dann machen wir PvP noch fix. Okay. Ja, warte mal. Ich gebe mal das Ding hier ab. Vielleicht kriege ich ja dann doch noch irgendwie Erfahrungspunkte. Ja, ich glaube, ein Sieg, ja, ein PvP reicht, Spiel reicht eigentlich, glaube ich, generell. Okay, Disziplin, okay, Du kannst mehr Munition für Scout-Gewehre tragen. Warte mal, wie ging denn das? Option, Charakter öffnen, nee. Details. Nee, gar nicht. Vergleichen? Welche Taste war denn das? Das hier, genau. Dann haben wir das hier. Das ist schon deutlich besser. Das ist aber auch deutlich besser. Hier habe ich gar nichts drauf. Ich weiß halt nicht, ob ich Disziplin brauche. Das weiß ich auch nicht. Stärke brauche ich... Ja, nee, Stärke brauche ich, glaube ich, eh nicht. Ich brauche tatsächlich Disziplin, ne? Intelligenz ist ja vom Warlock wahrscheinlich. Disziplin für einen Jäger, was ich ja bin. Und Stärke ist wahrscheinlich für einen... Ja, für einen Krieger. Oder Titan heißt der, glaube ich. Ja, Titan. Wir nehmen mal die hier. Okay, da habe ich nichts gekriegt, ja. Ja, der, du mich auch. Gut, dann nimm den Brustschutz, das ist zu spät. Entschuldigung. Ist der Brustschutz sehr gut, oder was? Ah. Dieses 25 Sekunden Delay, ich krieg eine Macke. Konnte ich ja nicht ahnen. Entschuldigung, ich habe den Brustschutz nicht genommen, Robson. Es tut mir leid. So. Das Tu. Das Tu. Das Top. Das war zu spät. Das Top. Ja, okay. Machen wir kurz PvP. Kontrolle. Ich glaube, ja, wir kriegen halt saumäßig auf den Sack. Durch Glück, durch andere gewinnen wir. Das kann durchaus passieren. Aber im Normalfall kriegen wir tierisch auf den Sack. Kontrolle. Wir machen Kontrolle. So. Ganz schnell, geht ja, glaube ich, nur 10 Minuten. Name Disziplin. Stärke und Intellekt hat nichts mit den Klassen zu tun. Ach so. Ach so, die Attribute haben also nichts mit der Klasse zu tun, sondern beziehen sich dann wahrscheinlich auf verschiedene Waffen und oder Fähigkeiten oder sowas. Keine Ahnung. Also Stärke, weiß ich nicht. Ich kann, also ich weiß nicht, was ich mit Intellekt anfangen soll. Ich weiß auch nicht, was ich mit Disziplin anfangen soll. Stärke könnte Angriffsschaden sein. Nahkampfangriff, ne? Beim Rest weiß ich nicht. Disziplin könnte die Präzision erhöhen vielleicht. Den Präzisionsschaden weiß ich nicht. Müsste ich mal angucken, was das genau alles bringt. So mache ich mir nur meine komischen oder ziehe ich andere und falsche Schlüsse. Von daher nicht ganz so geil. Gut. Probieren wir das Ganze.
Wir kriegen ja auch EP, wenn wir verlieren. Und ich hoffe, das reicht. Lies einfach die Beschreibung durch. Ach so, das könnte ich... Welche Beschreibung? Vom Spiel? Ich habe keine Beschreibung vom Spiel, ich habe eine Presseversion. Von der ich habe keine Beschreibung bekommen. Ich krieg keine Beschreibung. Ich kann mir Beschreibungen nie durchlesen. Deswegen bin ich in den Spielen wahrscheinlich immer so schlecht, weil ich mir die Beschreibung nicht durchlesen kann. Daran muss es liegen. Das ist nämlich immer sehr doof. So. Okay. Es lädt. Dum. Disziplin ist zum Beispiel Granaten schneller voll werden. Ach so. Also die Cooldowns werden schneller. Oder, ja, haben einen kürzeren CD. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Nicht die Beschreibung. Ach so. Die Beschreibung der Items meinst du dann wahrscheinlich, ne? Ja, Robson. Robson macht wieder Facepalm. Ich sag's dir dann. Okay, er sagt's mir dann. Gut. Alles klar, Kontrolle. Wir sind das Bravo-Team. Und wir haben mal wieder... Und zerstört eure Feinde. Wir haben ja wieder eine Map bekommen, die wir bisher noch nie gespielt haben. Das ist schon wieder ein Traum. Weil... Oh. Weil ich kenne die Laufwege schon wieder nicht. Ich laufe einfach mal hier... Okay, er... Ja, da ist voll. Wir gucken einfach mal zu C. Oder ich guck mal zu C. Und hoffe... Okay, komm. Oh, wow. Alter, ich hab mir gekillt. Alter Vater. Das war... Ach komm, ey. Das ist Drecksimpulsgewehr. Ich hab mal Oi getötet. Bin einfach mal Zweiter, ja. Booyah Chaka. Das bleibt nicht lange so, aber... Wir werden sehen. Alle Zonen unter Kontrolle. Jawohl. Wir ruhen das Match hier. Meine Fresse. So, okay. Komm. Scheiße. Krieg ich wenigstens einen Assist. Und schon bin ich Vorletzter. Das gibt's ja nicht. So schnell kann's gehen, ne? Hannibal ist immer noch... Ach Gott, ey. Okay, so. Ihr habt gerade das Ding verteidigt. Wir gucken jetzt mal zu C. Da ist auch Robson unterwegs hin. Okay, wir kriegen C, wie es scheint. Ah, scheiße. Ach, komm, ey. Postmortem. Booyah. Helmtreffer, Messer und... Ah, ein Traum. Ich mach ein paar Punkte zumindest. Das ist schon mal viel wert. Und der gute Mehmet ist da. Ich grüße dich. Okay. B. A ist auch belegt. Jetzt kriegen wir wieder C. Wir sind ganz gut auf dem Weg auf jeden Fall. Kann man sich... Kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Läuft. Ihr habt Zone C eingenommen. Okay, B verloren, A wird ebenfalls angegriffen. Zone B erobert. Okay, das ist auf jeden Fall eine ganz coole Map hier, glaube ich. Also die gefällt mir schon mal ganz gut, weil da komme ich jetzt schon auf jeden Fall besser damit klar. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein bisschen wenig Call of Duty gespielt habe, so ein bisschen. Also auch mit Controller so ein bisschen geübt habe zumindest. Ist jetzt zwar nicht perfekt. Alter, okay, das ist ein Titan. Scheiße. Ja, ich dachte mir, ich komme nach dem November mal dazu. Oh, der November ist fertig, liebe Freunde. Der geheime November des geheimen Projekts ist fertig. Fehlt noch Dezember und ein paar andere Sachen. Und ja, vielleicht gibt es dann... Oh. Ah, scheiße, ich hab's geahnt. Aber die Granate macht schon ganz gut Schaden. Zone C ist sicher. Okay. Ja, solange wir halt irgendwie zwei Punkte
beherrschen ist das nicht so wild irgendwie. Aber wir machen ja, wir haben ja gelernt, das ist ja nicht so Kontrolle, wie ich das irgendwie kenne, sondern es ist ja, oh. Zone C verloren. Oh. Krieg mal. Sehr schön. Feind hat Zone C eingenommen. Feind hat Zone B erobert. Okay, jetzt haben wir das wieder verloren. Super, haben wir auch gerade wieder. Das ist ganz gut. Okay. B haben wir ja. So, komm her. Komm einfach kurz her. Ihr habt Zone B eingenommen. Sehr schön. Ah, das hat auch eine Laufdauer, ne? Ja, okay, es geht irgendwann weg. Das war nicht so optimal genutzt. Zone A verloren. Scheiße. Neutralisiert. Wer hat mich da angegriffen? Ah, jetzt kommt er von da. Ey, komm. Ach, komm, ey. Ich hab den Überblick halt noch nicht so ganz. Man merkt halt, Robson hat auf jeden Fall einen hohen Charakter. Der Schissbuchs ist ein hoher Charakter. Und die haben auf jeden Fall schon PvP-Erfahrung. Ich im Prinzip nicht. Merkst halt extrem, also. Aber ich will ja nicht heulen, wir schaffen das schon irgendwie. Wir stellen uns ja auch ohne mich ganz gut an. Scheiße, Mann! Meine Granate hatte Cooldown. Ich wollte es eigentlich machen, aber immerhin ein Assist, auch wenn es nicht so ganz geil ist. So, die müssten tot sein, da kam gerade viel hin, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Genau. Zone B ist sicher. Zone A könnte jetzt... Da, genau. Ich habe voll drüber gehauen, die ganze Zeit. Scheiße. Na, solange ich nicht letzter bin, bin ich zumindest nicht total kacke. Von daher, es gibt nur noch einen, der beschissener ist als ich. Okay, noch 5 Minuten. Kriegen wir noch irgendwie hin, oder? Zone A neutralisiert. Immer noch die Punkte mitnehmen hier, einfach mal dazustellen. Zone A ist erobert, sie gehört euch. Ja, yeah, das sehe ich. Okay, BBB. C, A. Wo waren das? Waren C. Oh. Zone B verloren. Das war meiner. Wo? Feind hat Zone B erobert. Okay, läuft, ey. Wir haben Zone C neutralisiert. Der Robson hat sie auch umgeballert. Ey, es ist schön. Wenn man zumindest ein bisschen was trifft, macht das schon Spaß. Aber die überleben halt nicht so allzu lange. Das ist halt schon, weiß ich nicht. Okay, wo? So, es ist immerhin. Okay, die ballern hier die ganze Zeit rum. Von jeder Ecke kommt da ein anderer. Okay, ja, B bringt jetzt nichts. Doch, ich komme mal vielleicht zum Verteidigen. Der Feind hat Zone A erobert. Ihr habt Zone B eingenommen. Mal da hinten kommen sie gerade schon wieder, ne? Ja, genau. Der ist down, scheiße. Da war ich zu spät. Da war ich ein bisschen zu spät. Na, wir führen ja ganz gut eigentlich. Und ich bin tatsächlich schon eine ganze Weile nicht mehr gestorben. Okay. Oh. Scheiße, das Mann, ey. Zone A neutralisiert. Aber ich habe mir getroffen, immerhin. Ne? Zone C eingenommen. Zone A ist sicher. Okay, naja, schade. Man sieht halt die Kills nicht. Das ist, da würde man jetzt, glaube ich, noch krasser sehen, wie schlecht ich eigentlich bin. So sieht man nur die Punkte. Und man sieht nicht die... Oh, wir blockieren uns. Und sieht nicht unbedingt, was dahinter ist.
Zone B kann Vorteile haben, muss aber nicht. Zone C neutralisiert. Okay, komm, komm. Da ist TK und da kommt gerade einer. Ihr habt Zone C eingenommen. Ne, da ist keiner. Da auch nicht. Wo kamen die her? Da. Da lag er oder liegt er. Ja, bringt voll viel. Machen wir mal das hier. Oh, wow, 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 wow. Scheiße, diese Kackbombe, ey. Zone A verloren, Zone B ist neutralisiert. Ja, das ist, das liegt nicht daran, dass ich wie ein Mädchen schieße, es liegt daran, dass es ein Controller ist hier. Das ist quasi immer noch nicht so bei mir drin. Das ist unnormal. Mit Controller spielen nicht, aber schießen. Obwohl es deutlich besser geht als damals auf der PS2. Das muss man schon mal sagen. Oder PS1. Zone C verloren. PS1 war ja auch noch ein Krampf. Zone B ist sicher. Weiter Zone C eingenommen. Zone Alter, die one-hittet mich auch, die Alte. Und ich bin gleich Letzter. Zone A, aber ich habe gute Punkte. Sicher. Bin ich zufrieden. 1500? Kommt. Das ist schon ein Ding. Ja, ist glaube ich mehr als ich in den vergangenen Matches hatte. Von daher bin ich eigentlich. Im Schmelztiegel ist kein Platz für Gnade. Na, hast du recht, ne? Hat er das gesagt, weil ich rumgeheult habe oder was? Alter! Diese Drecksimpuls, ne, Fusionsgewehre, kriegst du eine Macke. Wir haben gleich eh gewonnen. Ihr könnt mich so oft abschießen, wie ihr wollt. Bringt euch nichts mehr. Ich gehe jetzt wieder zu A. Mein Fusionsmenschen bleibe ich treu. Komm her. Wenn ich es überhaupt noch schaffe, bevor die Zeit abgelaufen ist. Na, wo bist du? Du bist hinter mir. Das hätte ich doch wissen können. Ah, Gott, ey. Läuft. Wir haben gewonnen. Können wir wirklich gewinnen? Wir haben gewonnen. Warum sagst du das, wenn wir gewonnen haben? Bist du doof oder was? Ja, 20.105 zu 16.000, das war ein gutes Match, nur boah, ich bin zufrieden. So, ja, haben wir, haben noch nicht Level 14, schade. Oh, wir haben mal was gekriegt, ich fasse es ja nicht. Ungewöhnlicher Gegenstand, kodiertes Engramm. Boah, diese Sniper-Penner, ey. Ich feiere das Spiel immer noch nicht. Ward of Glass. Fabmaster 007. Ich glaube, wir müssen noch eins machen, liebe Freunde. Das ist ein bisschen. Robson war echt super. Robson hat's voll drauf. Ich habe drei Kills. Ah, jetzt sieht man auch die Kills. Ich habe drei Kills. Voll gut, ne?